Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir einfach auch den Menschen, die heute an den Schaltstellen sitzen, dass wir denen auch zeigen, pass auf, es passiert euch nichts. Wir hängen euch nicht am nächsten Baum auf, wenn ihr jetzt zu uns kommt, sondern denen eben halt einfach den Schutz bieten. Denn das, was Olli auch eben gesagt hat, ich denke, die obersten Regierenden, und damit meine ich nicht die kleinen Abgeordneten, aber die obersten, die wirklich etwas zu sagen haben, die an den Schaltstellen sitzen, die haben schon ihre gewissen Leute im Nacken. Die müssen das sagen, was sie sagen. Sie tun das. Und jeder hat irgendwie eine Leiche im Keller, woran man sie ja, irgendwo dingfest machen kann. Oder es gibt eben halt ja, Androhungen von Gewalt. Dann gibt es eben halt morgen einen Unfall. Das haben wir ja öfters schon in der Politik erlebt, dass sowas passiert. Oder wenn jemand Fallschirm springt, dann geht der halt mal nicht auf. Ja, das ist halt so. Und das wissen sie. Und die agieren, denke ich mal, genauso aus Angst, wie viele Bürger aus Angst heute nicht hier stehen. Weil sie Angst haben, mein Arbeitgeber könnte mich sehen. Was ist dann? Dann verliere ich vielleicht meinen Job. Oder was ist, wenn meine Bekannten mich sehen? Dann verliere ich vielleicht meinen Freundeskreis. Angst regiert. Und Angst regiert nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Und wir müssen einfach auch ein Zeichen setzen, das machen wir mit den Mahnwachen, dass auch die Leute an den gewissen Schaltstellen zu uns kommen können. Und ich denke, wir werden es den Tag auch noch erleben, wo sie dann auch ihre Arbeit niederlegen und einfach dann sagen, okay, ja, jetzt sind genug Menschen da, jetzt komme ich dazu und jetzt lege ich auch ja, an den höheren Stellen die Arbeit nieder. Und ja, jetzt fällt auch noch mal ganz kurz so meine Meinung zu dem Thema mit der, ja, mit der Verfassung, mit der Souveränität. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche auch zwei Reden aus Berlin gehört. Das war von Rüdiger Lenz und auch von unserem Fabian, wo es bei mir auch so Klick gemacht hat. Denn ich kenne natürlich auch die ganzen Dinge rund um, ja, Deutschland ist nicht souverän. Ich meine, ist auch kein Geheimnis. Das hat ja sogar unser Oppositionsführer, der Gregor Gysi, ja selbst auch im Bundestag geäußert. Also so ein Geheimnis ist es ja nun mal nicht, dass es so ist. Und da gibt es ja diese Reichsbürgerbewegung, die unbedingt wieder das Deutsche Reich aktiv machen wollen. Aber da hat Olli schon ganz recht, was er gesagt hat, dass wir nicht da hinten nach zurückgucken müssen. Und selbst wenn das alles richtig sein sollte, und selbst wenn das vom Rechtlichen her alles korrekt sein sollte, wir sollten nicht nach hinten gucken, wir sollten nach vorne gucken. Und ich bin für die Souveränität. Aber ich denke, wir müssen mal den Begriff der Souveränität mal ein bisschen ausweiten. Die Souveränität nicht nur hier für Deutschland, sondern die Souveränität für jeden Menschen. Und ich glaube, wonach wir suchen sollen, ist die Souveränität in uns. Dass wir endlich wieder souverän werden. Dass wir diese Grenzen nicht mehr brauchen, dass wir die Staaten nicht mehr brauchen, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Oder was wir tun dürfen oder nicht tun dürfen. Sondern dass wir alle aufstehen und unsere Souveränität wiederfinden und unsere Souveränität leben. Und zwar jeder Mensch, und zwar weltweit. Und wenn wir unsere Souveränität wieder leben, dann haben wir Frieden auf der Erde. Und dann haben wir auch Freiheit für jeden Menschen. Und wir brauchen nicht mehr die Grenzen, worum sehr, sehr viele Kriege halt in der Vergangenheit geführt wurden und auch heute noch geführt werden. Und in der Regel geht es um Staaten, es geht um Grenzen. Und wenn wir einfach nur versuchen wollen, das Alte wieder hier zu, ja, wieder zu rekonstruieren. Wie gesagt, nochmal, auch wenn das alles vielleicht richtig sein mag, aber das ist nicht die Lösung. Denn dann sind wir wieder in einem Staatsgebilde und lassen uns wieder von einem Staat was sagen, kämpfen wieder für einen Staat, bewachen wieder irgendwelche Grenzen. Sondern wir müssen die Souveränität und die Freiheit in uns finden. Und das für alle Menschen und das ist das, wofür wir hier auch auf den Mahnwachen stehen. Und nicht um irgendwas Altes hier wieder zu reinstallieren.